Aus Marvins Skript kann ein großer Film werden. Also die Idee, einen kleinen, netten Unterhaltungsfilm zu machen, gefällt mir. Er muss nur noch den richtigen Produzenten finden. Marvin, ich weiß nicht, ob wir da einer Meinung sind, aber es ist teilweise sehr traurig. Selbstmord ist ein düsteres Thema. Naja, muss er sich umbringen? Er könnte doch auch die Stadt verlassen. Und großzügige Geldgeber. Was Sie hier haben, ist ein viel zu finsteres, morbides Skript. Gut, ich finde es nicht uninteressant. Wir werden es komischer machen. Ach, komischer. Es geht dabei um einen Maler, der vom Dach springt. Doch die stellen eine Bedingung. Betsy? Gibt's denn keine Frauen in dem Film? Das Modell des Malers. Sie ist eine Prostituierte. Entsetzlich. Die Geliebte muss mitspielen. I'm a sex goddess. Nun, es gibt eine Rolle in ihrem Skript, die sie spielen will. Ja, die Freundin. Sie hat so viel Tiefe. Ach, die möchten doch nur ihre Freundinnen im Film haben, sonst nichts. Das Drehbuch ändern. Es gibt keinen Sex in ihrem Film. Wir brauchen mehr Sex. Sie gehört dir. Nein, 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 sie gehört dir. Seine Ehe zerstören. Die 7 Jahre, in denen wir versuchten, diesen Film zu machen, waren wie ein schrecklicher Unfall. Marvin, bitte, zerstör dich nicht selbst. Und seine Seele dem Teufel verkaufen. Ernest Borgnine. Er ist viel zu alt. Nein, und außerdem ist er gerade hier. Mr. Borgnine, hallo, Mr. Borgnine. Sie sich nicht damit selbst. Ich habe meinen Vater gut. Das Drehbuch. Und bei all dem geht es nur um einen Film. Hey, nehmen Sie es doch nicht so persönlich. Handelt Ihr Film nicht von Selbstzerstörung? Nun, Sex ist eine Form der Selbstzerstörung. Hat Karma in einer Affäre mit Beverly. Ich habe keine Ahnung. Im Kampf miteinander. Hört endlich auf! Diese dauernde Auseinandersetzung sollte ungeheure Emotionen freimachen, so sehe ich das. Er glaubt, wir hätten eine Affäre. Hast du eine Affäre mit ihm? Bip, 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 bip. Glauben Sie, er will nicht mehr? Robert Wool. Habe ich die Probe bestanden? Martin Landau. Ich liebe Ihre Begeisterung, sie ist so erfrischend. Danny Aiello. Das ist witzig. Und Robert De Niro. Wie wär's mit einer Szene, wo Beverly an ein Bett gefesselt wird und jemand sticht sie ab? Mistress, die Geliebten von Hollywood. Ja, sicher, das können wir machen. War als Scherz gedacht.